Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Ralf Oppmann, ich bin Studioleiter von Radio Horeb hier in München und wir freuen uns heute, dass wir viele Hörer begrüßen dürfen zu unserem Hörertag, Tag der offenen Tür. Wir haben ein tolles Programm vorbereitet, nachdem hier 1,5 Jahre umgebaut worden ist, wir in viel Dreck und Staub hier durchgearbeitet haben, freuen wir uns, dass jetzt alles fertig ist und wir die Hörer begrüßen können. Um 13 Uhr geht's los mit einer heiligen Messe. Anschließend hören wir Grußworte. Danach segnen wir unsere Studioräume. Wir schauen einen Imagefilm an, der produziert worden ist für Radio Horeb. Und danach haben die Hörer die Möglichkeit, die Moderatoren und den Programmdirektor Fragen zu stellen. Meine Aufgabe ist es heute, die Hörer durch das Studio zu führen und ihnen einige Informationen zukommen zu lassen. Die sind begeistert, so kann man schon sagen. Die Leute bedanken sich, sind sehr dankbar für den Sender, für den, ja, und auch für unsere Arbeit, für unsere ehrenamtliche Arbeit. Da kommt großer Dank rüber und ja, große Begeisterung kann man schon sagen, ja. Danke an Radio Horeb und an das ganze Team. Ihr seid toll und wunderbar und macht es weiter so. Also man fühlt sich dann zugehörig. Es wird ja auch gesprochen von der Hörerfamilie und ich finde es schön, wenn ich denke, ich gehöre auch dazu. Weil es ist doch eine große Hörerfamilie und diese Menschen einmal auf einem Haufen, sind natürlich nicht alle, aber viele von ihnen mal in einer Gemeinschaft zu sehen und gemeinsam den Gottesdienst zu feiern, das ist schon ein Erlebnis besonderer Art. Ich komme aus Braunschweig und ich bin da, da ich vor einigen Jahren habe von meinen Freunden diese Radio Horeb bekommen und bin ich dafür sehr dankbar. Und höre ich fast jeden Tag und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich endlich den Pfarrer Koche persönlich kennenlernen dürfte, beziehungsweise von der Ferne und überhaupt, dass ich hier teilnehmen darf an diesem wunderschönen Fest. Das Radio Horeb hat mir immer am Wochenende viel Freude gemacht mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz um 15 Uhr. Ich war lange Zeit mit meinem Vater, bevor er gestorben ist, immer um 15 Uhr bei ihm und dann habe ich das übers Internet mit ihm zusammen gebetet. Seitdem kenne ich Radio Horeb und habe dann eine starke Verbindung aus diesem Grund. Sehr schön, meditativ für mich, bisschen, ja, konnte ich ein bisschen zur Ruhe kommen vom Alltagsstress, genau, einfach ein bisschen zum Nachdenken, hat es angeregt, ja. Also das ist das schönste und größte Geschenk eigentlich an dem ganzen Hörertreffen, weil für die Hörer mache ich Radio, für die Hörer überlege ich mir, was sie bewegt, was im Herzen einfach ihr Anliegen ist, welche Fragen sie ans Leben haben, an Gott und an die Welt und jetzt ihnen zu begegnen und auch die Dankbarkeit zu spüren, die ich als sehr echt empfinde, das beflügelt mich auch wieder für meinen Dienst im Weinberg, wie Pfarrer Kocher das immer sagt. Der große Theologe aus Ägypten, Ari Boulat, hat 1979 schon dazu geschrieben, und wenn du sagst, du habest nichts gehört, das lebendige Wort Gottes nicht gehört, dann wiederhole ich dir noch einmal, er hat zu dir gesprochen und Wichtiges hat er dir gesagt. Du hast es weder wahrgenommen noch verstanden. Du hast nicht gewusst, dass Gottes Wort ja zu dir sprach, denn du glaubtest gar nicht mal an diese Möglichkeit. Der intellektuelle Mensch der Gegenwart hat seinen Glauben abgelegt, denn er hat sein Gefühl für das Göttliche verloren, die Fähigkeit, sich vorbehaltlos dem Transzendenten zu öffnen. Der moderne Mensch hat das Einzige, das ihn wirklich zum Menschen macht, eingebüßt. Der Refrain unserer modernen Welt umwirbelt ihn in 1000 Stimmen und füllt seine Seele. Wie schwer ist es dann, das leise Säuseln des Windes, denken Sie an die Gottesbegegnung von Elia am Berg Horeb, noch zu hören,
diese leise Stimme von Gott, nicht eben in diesen Elementarmächten, Feuer, Sturm, Erdbeben, sondern im leisen Säuseln des Windes spricht der Herr zu uns. Ja, draußen schon manchmal ganz schön was sagen, aber es ist schön, wenn es jemand sagt, wie er es einem denkt. Ja, wir haben den Glauben neu entdeckt. Wir sind, wir hören jeden Tag das Radio Horeb und wir sind eigentlich nur dankbar, dass es den Sinn da überhaupt gibt. Weil in der heutigen Medienlandschaft ist es ein, ja, ist es eine Ausnahme, wirklich, eine große Ausnahme, was ganz Besonderes. Seit über 20 Jahren ist Radio Horeb jetzt auf Sendung und die Hörer, das sieht man ja heute auch wieder hier, sind ihrem Sender außerordentlich treu, so wie man es kaum von einem anderen Sender kennt. Ich glaube, Sie können zu Recht sagen, Radio Horeb bietet seinen Hörern Heimat in einem immer schneller sich verändernden Lebensumfeld und das ist eine große Leistung. Die machen ihre Sache großartig und das wird auch so weiterlaufen, denke ich, in der Zukunft. Alles Gute.